Herzlich willkommen, liebe Freunde. Willkommen zurück zu meinem etwas Pseudo-Sochi 2014. Wir spielen hier erstmal im Training die einzelnen Disziplinen durch, bevor wir in die Olympiade starten. Einzelspringen, Herren, Großschanze. Na, also dann. Hier bin ich eigentlich gewohnt, dass die Skispringspiele alle mit der Maus funktionieren. Jetzt bin ich mal, ich weiß nicht mehr, ehrlich gesagt, wie das hier funktioniert hat. Das habe ich mir vorher nicht angeguckt. B, Anleitung, wäre vielleicht besser. So, also pass auf. Mit Gegenwind springst du am weitesten. Ja, bewerte die Windbedingungen anhand der Fahnen selbst oder warte einfach darauf, dass der Trainer die gelbe Fahne senkt. Wenn du bereit bist, drücke A, um die Windrichtung zu wählen. Ich warte auf den Trainer. Trainer, sag was. Jawohl. So. Stoß dich mit A von der Stange ab, drücke die Taste, wenn die Anzeige so weit oben wie möglich ist. Okay. Ah ne, das war jetzt nix, aber egal. So, ich muss ich Gleichgewicht halten. Bereite dich auf den Absprung vor, indem du A gedrückt hältst, sobald du dich der Schanze näherst. Lasse die Taste los, wenn die Anzeige so nahe bei 100 wie möglich ist. Okay. In der Luft bringt dich der Wind vom Ziel ab. Halte LT und RT gedrückt, um durch Lehnen auszugleichen. Je länger du drückst, umso stärker wird korrigierst du. Also. Drücke A zur Landung. Im Zweifel ist es besser, früher zu landen, sonst machst du eine Bruchlandung. Zack. 95,4 Meter. Aha. Das hat jetzt aber nicht viel mit Großschanze zu tun, oder? Ich will noch eine Runde drehen. So. Ja, lass mich losfahren. Also, wir warten wieder auf den Trainer. Oh, hepp. So, abstoßen. 93. Landung 71. Ich weiß nicht, auf was ich bei der Landung genau achten muss jetzt, dass das auch noch was wird. Aber die Weite stimmt. Super. Ich achte auf die Landeanzeige und drücke A so spät wie möglich. Lass dir aber nicht zu viel Zeit. Ah, okay. Verstehe. Jetzt habe ich das verstanden. Ach, Versuch 2. Den nehmen wir auch noch mit. So. Trainer. Abstoßen 99. So wollen wir das. Boop. Oh, das war zu früh. Das war deutlich zu früh gedrückt. Verdammt. Verdammt, aber trotzdem nicht schlecht. Okay, wunderbar. Hätten wir das auch geschafft. Skikost der Damen. Damit geht's gleich weiter. Ich muss mir nur kurz was zu trinken holen. Ich habe mir vergessen, da was bereitzustellen. So ein Scheiß aber auch. Bis gleich. So, Skikost der Damen waren wir. Weiter geht's. Mein schönes Ginger Ale habe ich mir bereitgestellt. Richtig lecker, kann ich nur empfehlen. Immer Ginger Ale trinken. So. Skikross, weil ich denke, das ist nicht kein Problem, das wird das gleiche wie beim Skifahren sonst auch sein. Ich weiß noch nicht, beim Springen, vielleicht hätte ich es doch angucken sollen. Egal. Sollten wir es komplett verbocken, machen wir das nochmal. Und Gas, 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 damit wir hier auch von vorne wegfahren. Sprung zu spät. Ach, ich muss tatsächlich Sprünge drücken, alles klar. Wow, nicht ins Netz fahren. Ich sehe nicht, wo die anderen sind. Und ich muss ja definitiv mehr kaufen. Komm, steh auf. Das war gar nichts. Scheiße. Da sind wir natürlich hier mordsmäßig hinten dran. Was muss ich denn beim Sprung drücken? Weiß man nicht so genau. Ich weiß nicht, was ich beim Sprung drücken muss. Okay, doch A. Hm.
Tick zu früh. Dann verbremst es uns hier immer. Okay, ich glaube, da müssen wir noch eine Runde drehen. Das war nicht gut trainiert. Klasse! Das möchte ich gerne nochmal fahren, bitte. New Personal Best! Nochmal. Nochmal! Gate 1, Japan! Ja, ja. 2, 1, go! Und push, 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 push. Ticken zu früh, egal, macht nix. So, und jetzt gehen wir hier mal ein bisschen vom Gas. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin so langsam unterwegs, aber es kann täuschen. Sprung, oh, hepp. Klasse. Na also, so wollen wir das sehen. Wir bleiben innen. Und wieder ein Sprung. Wie kommen die denn jetzt an mir vorbei? Das kann wohl nicht wahr sein. Hep. So sieht Eifedeln da. Porsche kehrt. So, jetzt hat. Hep. Ah, verdammt. Nicht erster, aber zweiten Platz hätte es gereicht. Wunderbärchen. So, Freestyle springen. Oh Gottes Willen. Oh je, oh je, oh je. Das, oh Gott. Da müssen wir wieder 1000 Sachen drücken. Ich sehe es doch schon kommen. Das zeigst du mir bitte nochmal. Achte genau, wenn du die Piste hinunterfährst, drücke A, um die Zielmarkierung so nahe bei der Mitte wie möglich anzuhalten. Alles klar. Oh ja, okay. Zielen hat schon mal geklappt. Bereite dich für den Absprung vor, indem du A gedrückt hältst, solange du dich der Schanze näherst. Lasse die Taste los, wenn die Anzeige bei 100 so nah wie möglich ist. Okay. Okay. Oh ja, oh Gott. Arme beim Sprung mit L und R die Rotation nach. Halte das runde Symbol innerhalb der Markierung oder du verlierst Punkte. Bei leichten Sprüngen erscheint nur ein Kreissymbol. Bei schweren musst du dagegen auf 2 achten. L und R. L ist der innere, R ist der äußere. Wow! Ich krieg das hier nicht auf die Reihe, tut mir leid. Was bitte? Drücke zum Landen A, im Zweifelsfall auf Nummer sicher früher, um einen Sprungsturz zu vermeiden, alles klar. Das müssen wir nochmal machen. So, ich konnte mir doch jetzt hier Sprünge auswählen, oder nicht? Wie war das? Ja. Back, full, full, full. Also, was auch immer das ist. Halbwegs genau gezielt. Ach, ich ziele auch mit den falschen Sachen hier. So. Hat er super funktioniert. Nochmal. Machen wir das erstmal einfach. Nö. Kann man auch besser. So geht das nämlich. Ungefähr. Wumms. Geht doch. Ich habe hier immer auf die anderen, das andere Zeug geguckt, deswegen. Komm, lass nochmal.
Jetzt lass hier nochmal so ein bisschen schwierigeren Dings da machen. So. Gut gezielt, ist halb getroffen. Ich kann nicht auf zwei gleichzeitig achten, das kann ich nicht. Mein Gott. Kann man nur so ein ungeschickter Controllerspieler sein. Back full, double full, full, jawohl. Gibt's es nicht. Ich krieg das nicht auf die Reihe, ehrlich gesagt. Ich krieg das nicht auf die Reihe. Kann nicht wahr sein. Muss das nochmal machen. Es geht nicht. Es geht nicht. Eieiei, bis du den Dreh raus hast. Ja, du sagst das so leicht. Der einfache, der ging ja. Wenn ich nur auf ein Ding gucken muss, dann geht's. So, ungefähr. Batz. Naja, da gibt's dann noch Punkte. Fantastisch, du hast den Dreh raus. Ja, wenn's denn so wäre. Wenn's denn so wäre. Jetzt pass auf. Eine Mama noch. Okay, der geht auch noch. Bums. So gab es das wieder so verhältnismäßig wenig Punkte. Steht doch auch kein Mensch. Ich muss das nochmal machen. Muss das nochmal machen mit den zwei, sonst haben wir doch hier im Ding überhaupt keine Chance. Verdammt, nochmal. Der linke, der rechte ist hier, der linke ist da. Mach schneller! Komm da nicht hinterher! Kann nicht wahr sein. Shit, der Kacke. Ja, da wären wir hier bei der Olympiade, haben wir hier schon die erste Disziplin, die garantiert in die Hose gehen wird. Ei, 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 ei. Parallel, Riesenslalom der Herren, Snowboard, das probieren wir doch auch gleich aus. Jawohl. Werden wir wohl wissen, wie das geht. Wird wahrscheinlich wie Skifahren sein. Alright. 2, 1, go! Sure. Ah, aber das fährt sich schön. Muss ich sagen, das kann man machen.
Auf jeden Fall machbar. Und wenn so halb über die Tore fahren auch zählt, ist das sehr gut. So, ab durchs Ziel. Jawohl. Ich glaube, das liegt uns halbwegs. Und dann machen wir gleich weiter mit dem Snowboardcross. Da wird sich bestimmt fahren wie der Skicross, wahrscheinlich sogar auf der gleichen Strecke. Dann schauen wir uns den mal an. Jawohl, hau rein. Weiter. 3, 2, 1, go. Ah, ich glaube, mit Anschieben geht hier nicht. Ticken zu früh, egal. Oh, da sind sie vorbei, weil wir hier die Linie hier ein bisschen verbaselt haben. Und jetzt sind wir hier so langsam, dass sich das hier nicht mehr ausgeht. Das ist aber allerdings ein Scheiß. Ah, komm, an dem einen kommen wir noch vorbei. Mist, den Sprung habe ich komplett verdrückt. Da war ich so zu früh, dass er dann am Ende zu spät war. Mist. Ah, komm, einen von euch kriege ich auch noch. Scheiße. Verbremst. Mist. Ja, aber da bin ich mir sicher, da werden wir auch irgendwie werden wir da wohl ins Ziel kommen. Scheißegal wie, irgendwie wird schon klappen. Jo. Alles klar. Sprünge besser erwischen. So. Und den letzten Durchgang mit dem Eisschnelllauf, Bob, Skeleton und Rodeln, den nehmen wir dann beim nächsten Mal mit. Bis zur nächsten Folge. Sochi 2014.